Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls Remastered PvP All Bosses geht weiter und ich soll mir doch den roten Symbolspeckstein, den soll ich mal benutzen, den darf ich hier nicht benutzen. Wahrscheinlich da oben dann. Dann benutzen wir den da oben mal. Oh ja, die Nummer jetzt. Ah, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie ich die hier am besten bekämpfe. Ah ja, kein Problem. Nee, hier noch nicht. Sechs Minuten 30 musstest du rennen und dann bist du wirklich am Ende angekommen. Das ist einfach eine Wand. Ist ja verrückt. Ich darf den hier auch nicht benutzen. Hier darf ich ihn auch nicht benutzen. So, ist der jetzt... Was macht der mit Elektrizität? Geht, kann man machen. Ah, ich muss menschlich dafür sein. Ich habe ja noch Menschlichkeit. Ist natürlich jetzt ungeschickt, dass ich die alle hier vernichtet habe. Aber warte, dann hole ich mir noch ein paar Seelen. Seth killt dich 100% beim ersten Treffen, das stimmt. So, was gab's denn hier jetzt nochmal? War hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne?
Funkeltitanit ist schon mal nicht schlecht. Böse Kiste. Das ist etwas ungeschickt. Das ist sehr, sehr ungeschickt. What the fuck? Nee, ach Spiel. Das ist jetzt. Ich habe natürlich die Reparaturkiste nicht gekauft, ich Depp. Aber zu dem Leuchtfeuer, zu dem ich jetzt hier komme, müsste ich mich ja porten können. Komm mal her. Ich habe keine Heilung mehr. Wir müssen das anders machen. Nicht verfluchen wäre eigentlich cool, ne? Ja, sehr gut. Nee, 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 ja. Passt. Oh, mit diesem Leuchtfeuer ist kein Teleport möglich. Blöd. Was habe ich denn sonst so für Waffen, die jetzt cool wären? Ah ja, hier, guck mal. Nitos Schwert. Ah. So richtig cool ist das nicht. Achso, hier hinten gab es ja gar nichts. Stimmt, ich muss ja die Wache da vorne killen.
Nee, wie war das noch? Ja, doch. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber die beiden sind gab's hier noch irgendeinen coolen Loot, den man holen sollte? Nee, ne? Da oben irgendwo. Bin ich jetzt eigentlich, habe ich eine leichte Rolle? Ja. Nein, scheiße. Okay, alles easy. Kann ich jetzt teleportieren? Nee. Aber ich kann mich menschlich machen. Dann geht das Invaden nämlich wieder los. Komm zurück! Nein. So. Jetzt nochmal probieren. Vielleicht kann ich es hier draußen benutzen? Nee, immer noch nicht. Ah, das war schon auch irgendwie eine coole Nummer, hier das erste Mal entlang zu laufen. Fuck.
Ach nee! Verdammte Axt! Ey, ich hab nichts gesehen. Sauerei. Geht hier oben, geht da irgendwas? Weil da so eine Nachricht ist? Nee, ne? Und das da hinten, das brauchte man. Musste ich das irgendwie für ein DLC machen, hier reingehen oder sowas? Nee, ne? Oh Gott. Sorry, Leute, aber ich habe zu wenig Leben für euch. Da liegt eine Feuerhüterseele. Ah, so war das. Ja, das war jetzt leicht, minimal stressig. Ganz bisschen. Riesentür. So riesig sieht die Tür gar nicht aus. Ich glaube an euch. Ah, das ist nicht die richtige Waffe. Die Riesenkeule wird nicht genug Schaden machen. Vielleicht der Drachenzahn? Nee. Nee, Tassilo Slayer, bleib weg. Er dreht hier schon irgendwelche Treppen. Hau dich mit dem Riesenzahn. Jetzt prügelt mich der da oben. Warte mal kurz. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Warte, 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 warte. Ich verprügel kurz den da oben.
Warte mal. Dark Hand auf mich? Okay. Ach so, wegen, dass ich Menschlichkeit bekomme. Ah ne, das war ja eine Waffe. Warte. Könnte ich eigentlich immer ausgerüstet lassen, ne? Es geht vielleicht mehrmals. Oh, das wäre natürlich. Probieren wir es mal. Oh, okay. Okay. Du verlierst die Humanity sogar. Ja, ich sollte natürlich. Warte, so. Ja, ich denke mal, du hast keine mehr. Ich habe jetzt nur eine bekommen. Nee, ich bekomme noch eine. Ehrenmann. Ja, voll gut. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich sterbe, ne? Aber saug mich aus. Jetzt geht. Ich weiß nicht, warte. Geht's nochmal? Nee, ich glaube, es geht nicht mehr. Doch, geht noch. Sechs. Tassilosauger. Ja. Ist das geil. Still a better love story than Twilight. Ah, jawohl. Ja, reicht dann auch wieder. Wie gesagt, wenn ich sterbe, dann. So. Jetzt kann ich dich nicht anvisieren. Jetzt hat. Oha. Nee, nicht wieder dein Brutzelblöd. Nee, 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 nee. Hier wird jetzt nicht. Oh, okay. What the fuck? Was passiert hier? Ich hau zwar nur auf die. Ey, oh, der hat gesessen. Ja, komm her. Nein. Ah, Kacke, ich krieg sie nicht tot, die Invader. Ich krieg sie nicht tot. GG. Jetzt bin ich halt wieder nicht menschlich, ne? Scheiße. Ihr habt euch doch mal geliebt. Ah, Doppelmenschlichkeit. Na gut, dann ist es halt die jetzt. Kann ich einmal Aushöhlung umkehren und entfachen. Habe ich zumindest 10 Flakons jetzt bis zum nächsten Leuchtfeuer. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Keine Ahnung.
Ach, den Finger benutzen, genau. Und den Soapstone, ja, stimmt. Kann ich immer noch nicht. Kann ich den hier vielleicht? Ja, hier geht's. Nope. Uncool. Oh. So, Rufsymbol ist verschwunden. Ach, come on. Ey, die Drachenkeule ist ja geil, obwohl ich's gar nicht. Sag mal, die Leiter, die hast du doch umgedreht, ne? Voll gut. Jetzt muss ich nicht rummachen damit. Jetzt bin ich nämlich, jetzt muss ich vorne nicht rummachen. Jetzt kann ich nämlich direkt hier rüber. Voll nice. Deine Mutter! Nee! Meine Mutter! Die kann doch auch nichts dafür! Okay. Er hat mich einfach instant weggesnackt. Jetzt ist die Leiter wieder falsch rum. Scheiße. Ja, tut mir leid, deine Mutter. Das war nix. Jetzt habe ich auch keine Menschlichkeit mehr. Kommt gleich der nächste an, ey. Das ging schnell. Ja, ich weiß, unten ist ein Bonfire. Jetzt muss ich aber erstmal. Ach so, ich kann ja hier runter. Stimmt. Geht das hier? Ja, hier und dann. Lol, er hat mich getroffen. Jetzt muss ich trotzdem nach oben und mir die Ding holen. Geh mal weg. Sag mal. So nicht zugehört. Ich habe gesagt, geh weg. Ich glaube, die Treppen umdrehen, das ging jetzt hier rüber. Das heißt, ich muss hier auf die Treppe, oder? Da komme ich hin, ja. Dann kann ich da umdrehen, dann kann ich hoch. Und dann müsste ich eigentlich. Ach komm, das denn jetzt hier? Und dann müsste ich eigentlich. An diese ganze Menschlichkeit wieder rankommen, die der da lag oder liegt. Die müsste doch. Ah, da drüben ist sie, ja.
Dark Wraith. Titanit Slab. Was ist das? Ach scheiße, ich sterbe jetzt hier, ne? Weil ihr Arschgeigen mich hier wie schon wieder in die Ecke gedrückt habt. Ah, verdammte Axt. Aber diesmal liegen liegt die ganze Menschlichkeit so, dass ich besser rankomme. Ah, die Waffen sind alle in Schmutz. Nehme ich wieder das. Random. Ach so, random eine. Ich dachte, ein Slap wäre so im Sinne von ne. Quasi ne. Einen Slap ins Gesicht, so. Hey, Havel, grüß dich. So, jetzt einmal will ich. Ey! Jetzt will ich einmal schnell in die Gemeinde der Untoten zum Andre. Dann hole ich mir den Reparaturstein. Durch eine Mandelentzündung? So schlimm, dass du nicht zocken konntest? Das ist hart. Well, used neat. Ich nehme erstmal 6, glaube ich. Ah, guck mal, dann können wir Astoras Schwert nochmal hoch machen. Das ist nice. Und dann. Ah, der Drachenzahn geht nur mit Drachenstein. Da hätte ich sogar einen. Aber die Riesenkeule, die wollte ich noch hoch machen. Drei kleine Scherben. Dann Ausrüstung umwandeln. Große Scherbe. So, jetzt ist die Frage, was macht hier Sinn? Daraus eine göttliche machen? Nee, das ist doch alles Quatsch. Einfach die ganz normale Riesenkeule plus 6. Ja. Bitte. Und jetzt brauche ich noch ein paar Seelchen. Du konntest dich nicht konzentrieren. Ah, schade. Okay. Nee, ist zu viel. Kann ich eine kleinere nehmen, glaube ich. Ja. Reicht vollkommen aus. So, die Riesenkeule, die ist es jetzt mal. Mal gucken, was mit der geht. Nur knapp zu schwer. Und dann habe ich ja noch eine Feuerhüterin-Seele. Nicht verlassen, Quatsch.
So, jetzt müsste ich doch. Das ist das hier. Bin ich hier richtig? Ja, sehr gut. Ah, shit. Muss ich ja noch aufmachen, oder? Ah, dann muss ich ja doch noch mal nach oben. Ah, wo war jetzt da der Schalter? War der hier? Ich glaube, der war ganz oben, ne? Und menschlich. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Natürlich. Okay. Jede Einrichtung kann man zerstören, aber diese Stühle, die sind aus Stahl. Da ist er doch. Das ist er doch. Deine Mutter. Das war deine Mutter. Oder? Oh, ich glaube, das war deine Mutter. Der hatte doch so Elfenohren. Ein Polizist mit Elfenohren. Diese Elfenohren. Das war deine Mutter. Ey, von wo denn überall? Oh, daneben. Die Keule ist zu kurz. Ah, und dann trifft es nicht mehr, weil er sich wegportet, der Schweinehund. Ey! Ey, ich treffe ihn nicht. Mann! Ey, was denn? Ist meine Keule so kurz? Nee, jetzt sind. Hä? Moment. Komme ich hier hoch? Ja. Ne, hier oben war es nicht. Deine Mutter wieder. Oh Leute, ey. Jetzt muss ich irgendwo hingehen, wo ich an die Menschlichkeit wieder rankomme, ne? Ich glaube, ich muss das jetzt aber umdrehen, um da oben hinzukommen an diesen Hebel.
glaube ich, oder? Kann das sein? Ey! Wer feuert hier? Magieunsinn. Lol. Was? Was ist passiert? Ich glaube, Miko ist deine Mutter. Miko ist deine Mutter. Wir kommen irgendwie nicht zu einem richtigen Kampf, wer auch immer deine Mutter ist. Ah, hat dich auch invented, also nicht Miku. Okay. Auf jeden Fall wurde deine Mutter abgezogen. Drück Finger. Stimmt. Und ich setze hier wieder einen Speckstein hin. Wo ist denn nochmal dieser dämliche Hebel? Ist der da drüben? Ah, dann bin ich zu Pinwheel rein. Sorry. Wo ist dieser dämliche Hebel, zu dem ich muss? Ist der da unten? Da ist nur eine Kiste. Leute, helft mir doch mal eben, wo dieser Hebel ist. Rufsymbol ist verschwunden. Oh oh, es kommt jemand. Es kommt jemand, der Bekanntschaft mit meiner Riesenkeule machen will. Hier ist er auch nicht. Ah, hier runter, andere Seite. Okay, verstehe. Du bist noch nicht bei den Archers. Der Zug ist abgefahren. Ich werde nicht in Dark Souls 1. Um ihn vielleicht zu invaden. Okay. Deine Mutter kommt wieder. Wer ist denn deine Mutter? Ey! Mit dem Magieblödsinn kommt er an! Mit dem Magieblödsinn kommt er um die Ecke und macht einfach instant. Ich wusste noch nicht mal, dass er da ist. Nicht mal Hallo hat er gesagt. Jetzt habe ich keine Menschlichkeit mehr. Jetzt muss ich erst holen. Wow, was war das? Wieso kamen da gerade 5 Pfeile von hinten? Hä, was ist das? Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Was steht da oben drauf? Was ist das? Seltener Online-Only-Gegner. Eine Krabbe. Holy shit. Von überall kriege ich diese dämlichen Pfeile ab. Meine Fresse. Hör doch mal auf jetzt! Krabbi! Eine Menschlichkeit. Nice.
Entsteht, wenn es jemand nicht schafft, die Seelen wiederzuholen. Jetzt muss ich erst hier hoch. Oh, diese Pfeile! Ey, du kriegst zu viel! Du kriegst echt zu viel! Ihr scheiß Drecksbogenschützen! Und von hinten der Magiebastard! Mann. Hab dich gehört, aber fast vergessen. Auf die 12 nämlich. Was hier los ist, ey. Mann. So. War hier noch einer? Nee. Nee, jetzt bin ich wieder falsch, oder was? Doch, nee. Hier rüber, dann da runter. Da müsste ja auch irgendwo jetzt mein Loot liegen, oder? Oder habe ich den hier oben liegen gelassen? Da unten liegt er. Okay, da ist mein Loot. Wo ist denn der scheiß Hebel jetzt? Verdammt. Ich finde den Hebel nicht. Oh Mann! Hä? Ja, um unten die Tür aufzumachen. Da musste man doch irgendeinen Hebel drücken, um da drüben die Tür aufzumachen, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Hier unten. Ah, nee. Jetzt halt. Ich muss hier oben rein. Und dann kann ich unten aufmachen. Oh, Mann, ey. Ach, jetzt hat Lee. So. Mann, ey. Da ist der Hebel. Den habe ich gesucht. Ach, geil. So. Jetzt. Ach, endlich ist die Tür auf. Komme ich schneller voran hier. So. Hoffentlich ist deine Mutter auch im Chat. Mit seinem Magieblödsinn. AOE-Magie-Quatsch da. Hier ist nochmal der Riesenzellenschlüssel drin. Was?
Ja, wahrscheinlich. Jetzt kommt er wieder. Wetten? Ich heiße doch Twitch TV Tassilo. Deine Mutter soll jetzt mal, soll sich zu erkennen geben. Sepp, du bist es doch. Gib's zu. Du lurkst nämlich nicht. Du schreibst. Gab's hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Hier habe ich nichts gebraucht für irgendwelche. Die haben auch irgendeine relativ hohe Drop-Chance für irgendwas Cooles, glaube ich. Aua! 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 Hau dich mit meiner riesigen Keule. Nee, Magieblödsinn. Hau ab mit deinem Magieblödsinn. Kuckuck. Nein! Oh, Kamehameha, Alter. Das hat mich getroffen. Oh nee. Diesmal habe ich länger überlebt. Oh, deine Mutter. Aber nicht getroffen, ne? Ich glaube, ich habe nicht einmal getroffen. Würde mich sehr wundern, wenn meine Mutter hier. Dann, okay. Sepp, gib's zu. Wir haben deinen nächsten Sepp Invader. Er hat Magieblödsinn, hat er sich besorgt. Ganz viel davon. Schweinerei, ey. Nur zum Ärgern. Vor allem wusstest du auch genau, wo ich bin. Also irgendwer aus dem Chat ist es auf jeden Fall.
Gab's da hinten noch ein Leuchtfeuer oder so? Ich weiß es gar nicht. Was konnten denn noch mal die Quallen droppen? Funkeltitanit oder sowas? Kann das sein? Ah ja, okay. Lassen Sie mich bitte. Wieso ist hier ne. Ah ne, warte mal. Hä? Wieso ist hier. Wieso ist hier. Nein! Nein, 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 nein! Hier ist ne Scheiß-Muschel mit drin! Ah, shit! Jetzt kommt irgendwas Dickes, ne? Yep. Nicht gut. Alles easy, alles easy. Nee, 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 nee. Okay. Nice. Puh. Ein bisschen Panik hatte ich. Kleines bisschen. Kann ich? Deine Mutter ist so fett, du kannst sie an drei Stellen anvisieren. Oh Mann, kann ich die Riesenkeule noch ein bisschen upgraden? Große Scherbe, ja, anscheinend kann ich sie noch upgraden. Ah ne, bei ihm kriege ich ja keine großen Scherben. Die kriege ich ja nur bei dem anderen. Aber um zu dem anderen zu kommen, muss ich ja sonst wohin latschen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Seval, grüß dich. Hi. Wen haben wir denn jetzt noch offen? Isalit, die ganze Lava-Nummer ist noch offen. Und Nito natürlich. Ich denke, ich probiere es nochmal bei Nito. Schwert ist geupgradet. Ich weiß nicht, ob plus 3 reicht. Aber wir werden es rausfinden. Nein!
Ups. Scheiße. Seval. Seval ist deine Mutter. Oder der wahre Zauberer, Merlin, ist deine Mutter. Irgendwie sowas. Ja, der Helm ist ein bisschen arg riesig, ne? Der versperrt mir die halbe Sicht. Ich dachte, okay, der sieht vielleicht cool aus, aber. So ging's nicht hier hoch? Doch, hier ging's doch hoch. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn abgestürzt gerade? Aber ich brauche hier, das geht so nicht. Ich brauche hier auf jeden Fall die Schädellaterne. Wait. Ah doch, ja, okay. Von wem soll ich die Mutter sein? Du bist deine Mutter! Nee, ich will nicht ganz. Irgendwo abgerutscht, ey. Scheiße, diese Gegend. Diese schreckliche, grausame Gegend. Wer von euch ist deine Mutter? Nee, ich kann mein Loot nur aufsammeln, wenn ich nicht die Laterne hochhalt. Nicht runterrutschen! Oh, wo muss ich hin? Ach, oh, gut. Oh, sehr gut. So, jetzt muss ich, weil ich schon wieder invaded wurde, eigentlich muss ich ja jetzt einmal das machen. Kann ich nochmal leveln eigentlich? Nee, ne? Aber ich dürfte nicht viel fehlen. Ja, genau, dann mache ich das, weil 25.000 ist ja dann doch ein bisschen was. Schluck ich mal hier so, eine müsste reichen. Wenn ich dich nochmal treffe, lasse ich dich wieder saugen. Oh Gott. Was ist das hier heute? Ah, auf jeden Fall eine bessere Love Story als Twilight. In jeder Hinsicht. Ah. Achso, jetzt müsste ich den Weg eigentlich easy finden. Rechts an der Wand entlang, glaube ich. Ah, Leute. Ah! Mein eigener größter Feind. Hier runter? Warte, ging's dann hier runter? Nee. Ach, was mache ich denn? Hübschi, auch am Start. Gut. Die letzte Menschlichkeit. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich langlaufen muss. Hier geht's doch so halb runter, oder? Hä, bin ich dumm? Nee, hier, genau. Hier. Dann hier an der Wand entlang, oder?
Ah ja, okay. Hier an der Wand entlang, dann hier runter. Okay, jetzt habe ich es wieder. Mein Gott! Lass ihn saugen, er braucht's. Oh Gott. Nee, Paladin Leroy. Warte, 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 Paladin Leroy. Warte, 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 warte. Du willst den, die Riesenkeule. Du willst auf jeden Fall die Riesenkeule abkriegen. Kommt der nicht von vorne? Ich dachte, der kommt von vorne. Nee, da ist er. Ups. Hier kommst du hierher. Theoretisch, wenn du so weit spielst, Hübschi, dann kommst du hier auch irgendwann hin. Aber ich würde dir hier, glaube ich, relativ viel unter die Arme greifen, weil das ist schon echt übel. Da kann man, glaube ich, schnell den Spaß verlieren. Rufsymbol ist verschwunden. Nee, ich kann jetzt hier nicht kämpfen, wer auch immer kommt. Ich versuche es zu regeln. Grand. Cool. Ihr kleinen, nee, nee. Okay. Sieht gut aus. Nicht schon wieder deine Mutter, ey. Mit seinen Zauberdingern. Kein Invader, meinst du? Wo das Rufsymbol ist verschwunden. Bin ich zu weit weg? Verschwindet das, wenn man zu weit weg ist, vielleicht? Was kann ich das prüfen? Ah, aufheben. Da hinten liegt ja Loot. Ah. Ah, verstehe. Ja. Es geht weg. Ja. Ja, okay. Deswegen ist es weggegangen. Aber dann gehe ich jetzt Nito machen. So, dann brauche ich jetzt Astoras Schwert. Dann packe ich mal als auf den zweiten Slot sicherheitshalber die Keule.
weil ich nicht weiß, dann muss ich mich ein bisschen leichter machen. Reicht es so schon? Jawohl, so reicht schon. Gut, 18 Flakons. Let's go. Ich sauf hier oben einfach rein. Habe ich ein bisschen mehr Leben, wenn ich unten ankomme. Und ich hoffe, das Schwert killt jetzt die Skelette relativ zügig. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt zu dir, mein Guter. Ah, er explodiert. Reicht die Entfernung? Ah, wird eng. Mist. Hat nicht gereicht. Ah, ich krieg da das Timing nicht raus, ne? Ja, einfach draufknallen. Mist, ich habe schon wieder versucht, dem auszuweichen, der Nummer. Ah, es hat mich getroffen. Shit. Jetzt hat mich das andere Skelett gesehen, ne? Okay, passt. Nice. Das ging jetzt gut. Es hat sehr geholfen. Astoras Schwert da. Gib mir den Loot. Gib mir den Loot. Hier liegt Loot. Ich sehe es doch. Ich darf nicht. Na gut. Nice. Nito besiegt. Seth besiegt. Ich muss schnell auf Toilette. Wir machen kurz einen Tick, eine längere Pause. Nur so 5 Minuten oder so. 2, 3, 4, 5 Minuten. Four Kings sind auch schon besiegt, ja. Ich werde jetzt zu... Wobei, das kann ich dann nachher sagen. Beziehungsweise machen wir es so.
Ich werde jetzt zu Richtung DLCs mal losziehen, denke ich. Oder was meint ihr? DLC ist doch ganz cool. Weil Izalith, Lava-Gegend, habe ich jetzt nicht so Bock irgendwie drauf. Aber ich würde es wahrscheinlich schnell kaputt kriegen. Wird wahrscheinlich relativ zügig gehen. Aber die Gegend ist irgendwie nicht so cool. Ich bin gerade am Überlegen. Guck mal, was sitzt denn da für einer? Wilder Helm. Ja, dann würde ich die Hydra machen, dann dahin nach hinten laufen. Dann muss ich ja nochmal Richtung. Also erst die Hydra, dann nach hinten in die Ecke rein. Dann muss ich nochmal in die Bücherei. Ja, Izalith ist nicht so cool. Auch, also, der Tausendfüßler ist so ein bisschen meh. Dann Izalith selber ist so ein bisschen meh. Welche Bosse würden denn noch fehlen? Gibt's noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe jetzt alles bis auf die Izalith-Gegend, also den alles, was hinter dem Lavastrom-Dämon kommt und den Lavastrom-Dämon selber, das fehlt halt noch. Und DLC, ich glaube, ansonsten habe ich alles. Yep, ist auch tot. Das heißt, ich muss jetzt hier runter. Öfter mal AFK, alles easy. Ah, ich könnte mal die Keule noch upgraden. Das wäre eigentlich echt noch nice. Hier runter. Und hier drüben wieder hoch. Nee. Hä? Bin ich jetzt doof? Nee, Havels. Ja, falsch. Ich muss bei Havel.
Ja, aber dann muss ich ja die Drachen besiegen. Das will ich mir eigentlich. Die sind da ja, das ist ein bisschen nervig. Könnte auch Augen zu, Mund durch. Ja, nee, ich mach's mir in dem Fall einfach. Hey! Nein, 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 nein! Oh. So viel dazu. So viel zu einfach. Scheiße. Einmal noch kurz dahin. Die Flakons wieder auf 20 hoch und dahin. Jetzt brauche ich mich gerade nicht menschlich machen, das wäre verschwendet, weil hier kann mich eh keiner invaden, weil der Boss schon tot ist. Kurz ans Leuchtfeuer, falls es schief geht. So. Jetzt erstmal kurz die Jungs hier klatschen. Oh, come on, Hydra. Autsch. Ja, komm. Gib mal ein bisschen Gas. Danke.
Okay, da darf man nicht zu dicht dran stehen. Ah! Voll nervig. Oh shit! Saufen, saufen, saufen. Nope. Okay, jetzt. Hydra, komm her. Hau drauf, hau drauf. Ach Mann, ey. Komm, Hydra, beiß zu. Ah, Mist. Jawohl. Drei noch. DLC. Jetzt geht's ins DLC. So, zwei noch. Einer noch. Ah, du kommst da rüber. Oh, da muss ich aber aufpassen. Wo ist hier die Kante? Oh, das ist voll nervig hier. Scheiße, warum ist denn die so weit hinten? Weiß der nicht auch mal hier irgendwo hin? Kann der, weiß der nicht auch mal hierher? Ist der echt immer da hinten gewesen? Nee. Ein Bogen in die Hand. Draufschießen meinst du, oder was? So, wenn sie jetzt noch mal beißt, kriege ich sie. Ja klar, spuckst du jetzt. Hier ist die Kante. Komm. Jetzt bist du. Gibt's doch nicht. Was wird denn das? Ich glaube, ich muss echt einen Bogen nehmen. Gibt's ja gar nicht. Hallo? Dämliche Hydra. Ja, die trollt mich aber mega. Komm jetzt her und beiß mich. Du hast doch auch mal hierher gebissen. Gibt's ja gar nicht. Aber ein Bogen, Alter. Ich glaube, mit einem Bogen mache ich doch gar nicht so viel Schaden. Ja, gut, ich habe genug Pfeile, ne? Jetzt, 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 jetzt. Ja, nice. So. Der geht immer in die Richtung, okay. Und danke für das GG.
Gibt's im Wald noch irgendeinen Boss? Nee, ne? Ach nee, ach so, reloaden. Das heißt, ich kann einfach den hier machen, ne? Ja, Sif habe ich schon, danke. Ah ja, da haben wir ihn. So, komm raus, gute Dame. So, most I come at so my home, my hope. Would this be my heart? Then I thou art seems that my. Wie war denn das noch? Jetzt muss ich erst. Jetzt muss ich erst in die Bibliothek nochmal, ne? Aber oh, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Weil das Leuchtfeuer ist ja falsch. Ja, Anor Londo, ne? Ja. Bleibt mir nichts anderes. Ich hab dem keinen Schaden gemacht? What the fuck? Einfach mal auf sein Schild gehauen. Ja, ey, Pat, das hätte ich auch niemals gefunden in meinem ersten Playthrough. Ich habe gehört, der soll ganz cool zum Anschauen sein. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat und irgendwas für zwischendurch mal braucht, so, das geht eine ganze Weile und ich habe wirklich null Hilfen im Internet gesucht. Ich habe mir gar nichts angeguckt und das war mein erstes Souls-Game überhaupt, Dark Souls 1 vor einem halben Jahr. Ich hatte kaum Spoiler. Ich habe wirklich alles alleine mir erarbeitet bis zum Ende vom Spiel. Oh, was war das Wildes? Nee, Leute. Ey, Schnauze jetzt. So, zerstörter Anhänger. Und jetzt kann ich wieder dahin gehen. Es ist wirklich wild. Pat, das ist, glaube ich, eine der besten Methoden, wie man Dark Souls 1 das erste Mal spielen kann.
ich laufe wieder hier. Kann ich eigentlich das Leuchtfeuer zum... Da kann ich mich nicht hin teleportieren, ne? Bei den Drachen. Das Leuchtfeuer, das da unten ist. Das habe ich ja schon aktiviert im Wald. Ja, und der Miko hat's gefunden, das DLC tatsächlich. Zufälligerweise. Auch super wild, ey. Wie man aber auch diese Wege einfach nach dem ersten Playthrough kannte ich diesen Weg hier. Wusste ich schon, wie ich laufen muss, um nicht getroffen zu werden. Es ist so verrückt, wie sich das einprägt. Beim zweiten Mal konnte ich hier einfach durchlaufen und wusste genau, wie es läuft. Irgendwann wird deine Freundin hier auch durchrennen. Ich weiß nicht, ob sie das mehrmals spielt. Im Nest als Eitan, da kriegt man doch einen Prompt. Also das ist ja, man, da muss man ja gar nichts für drücken. Aber da hochkommen ist so eine Sache, ne? Aber Miko, du bist ja dann hierher. Ach, da kann man, glaube ich, auch vom Leuchtfeuer aus hierher. Ah, nicht lange genug gewartet. Okay, verstehe. Aber du bist ja dann hierher gegangen, hast den goldenen Golem gekillt. Und dann musst du ja nochmal hierher gekommen sein, nachdem du dieses Amulett gekriegt hast. Das ist ja voll wild. Also da muss man schon erstmal, das muss man dann nochmal hierher laufen. Das ist krass. Dreimal alles durchkämmt. So, jetzt sind wir wieder menschlich. Geh nochmal ein Level up machen. Irgendeine hier müsste schon reichen. Bachelor in dem Spiel gemacht. Ah, reicht nicht. Noch 4000. Ich denke schon. Hä? Was ist jetzt passiert? Nee, wir haben einen Invader. Ich bin deine Mutter. Nee, Tassilos Layer. Oh Mann. Sepp, wo bist du? Da. Wollen wir wieder saugen? Das ist einfach so geil, ne? Es gab jetzt keine. Milk me. Doch, 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 doch. Okay, gibt. Milk me, Daddy. Oh. Oh, Mann. Ich bin halt absolut verloren mit...
Ah, sonst bekommt man 3. Oh, okay, weil ich... Ah, ja, da hätte ich ja nochmal zu ihm hingehen können, wegen dem Eid. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob Hübschi noch da ist. Ich glaube, sie schläft schon. Ah, dann machen wir jetzt 10 voll und dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen mit meiner großen Keule hier, glaube ich. Ah, oh, ja. Okay. Nee. Oh Mann, ey, ich bin doch hier. Gott. Jetzt bin ich, glaube ich, bin ich zu nah ans... Nee, geh weg mit deinem... Ich bin hier. Nee, 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 nee. Ich sehe nix. Ich bin hier im Engen. Es ist eng. Oh, okay. GG. GG. Gut. Weil hier unten in dem Ding drin, weißt du? Oh. Ab wie viel lohnt sich eigentlich? Lohnt sich kaum noch, ne? Nee, lohnt sich eigentlich nicht mehr hier in Stärke zu investieren. Leben lohnt sich noch ein bisschen. Kondition vielleicht, damit ich mehr tragen kann. Ach, bis 40 geht schon. Bis 40, ja, okay. Jetzt noch das. Ich habe noch keinen einzigen Invader, glaube ich, besiegt. Nur wenn ich bei irgendwelchen Noobs reingekommen bin und ich der Invader war, dann habe ich besiegt, aber ansonsten... So, der ist ein bisschen mies. Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal gemacht hatte, um den zu killen. Lass mich halt wenigstens aufstehen. Nein, nicht blitzen, nicht blitzen, nicht blitzen. Oh. Du Ratte. Gedrückt. Nee, es trifft mich da hinten. Nee, er blitzt. Nee. Scheiße. Oh, Mist. Das kann man sich gar nicht anschauen. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich Kacke bin. Vielleicht bin ich einfach nicht so gut in solchen Spielen, okay? Die Waffe ist auch ein bisschen langsam, das ist halt minimal doof.
Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Du blödes Vieh, ey. Hol dein Loot. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Stimmt. Nee, ach, er brutzelt. Jetzt brutzelt er nochmal. Nee, 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 nee. Ah. Danke für den Hinweis. Ah, zu früh. Alter. Den kann man gut haveln, ja. Ja, ja, ich weiß, ich wollte es eigentlich, will ich haveln nicht benutzen. Nicht zu viel. Bei den Four Kings, ey, boah, weiß ich nicht, da muss man. Aber eigentlich wollte ich die Havel-Rüstung jetzt nicht mehr verwenden, weil ich es mal so schaffen möchte. Ich vermute, dass der auch Blitzwiderstand hat, ne? Es wäre cool, wenn ich dich in die Ecke gedrängt bekomme. Dass du nicht so weit abhauen kannst. Mist. Alter, er macht aber auch wildes Zeug. Ach, jedes Mal in diesen Blitz rein, ne? Shit! Nein, wie weit geht denn das? Oh, come on. Keinen Treffer hier gekriegt. Scheiße. Nee, ach, er ist leer. Oh mein Gott. Ich habe keine Heilung mehr. War mir gar nicht aufgefallen. Shit. Oh. Oh, Kacke. Scheiße. Ah, Sepp gibt genau den Hinweis, den ich... Der hier ist auf 20. Ist das der Mausoleumsgarten? Ich glaube ja. Ich hatte gehofft, 12 Lacans reichen, aber anscheinend nicht.
Ey, ah, das ist so krass, wie spät Dark Souls 1 reagiert. Bin ich gar nicht gewohnt, so früh zu drücken. So, ja, da war der Speicherplatz von meiner Festplatte zu Ende. Ich habe den Boss nicht weiter bekämpft, sondern habe mich killen lassen. Die Aufnahme läuft wieder. Wir gehen wieder rein. Habe nicht weiter gekämpft, jetzt gibt's den richtigen Versuch. So. Hab sofort aufgehört, den Controller hingelegt, Dateien gelöscht. Muss ich erstmal an den Loot rankommen. Dass er da ausweichen kann, den zweiten Schlag, ist sehr nervig. Uff, das tat weh. Das tat sehr, sehr weh. Alter! Junge! Diese 20 Flakons sind dringend nötig! Ah, Mist! Ich schon wieder verkackt! Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Yes, okay, geht. Ach, gut. Muss ich hier mit irgendwem quasseln? Nee, ne? Ich kann hier auch einfach weiterlaufen. Achso, warte, menschlich werden? Und dann ist das hier ja auch der Boss-Run nachher zu Astorias. Mache ich hier... Entfache ich das? Dankeschön, Sepp, an den guten Spender. Hart gecarried. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Will ich gar nicht kleinreden hier, dass das schon viel ausmacht. Ja, keine Ahnung. Ich schau mal, ob ich Astorias dann mit der Keule mache oder wie es aussieht. Ah, Kierkegaard darf ich es noch nicht benutzen. So, jetzt bin ich schwer am Überlegen. Ich musste, glaube ich, links rum erst. Das hier habe ich natürlich nur einmal gespielt. Aber die sterben gut, das ist schön.
Wie sieht's bei dir aus? Du auch. Das ist auch gut. Wow, okay. Weil ich nicht genau weiß, wo ich langlaufen muss, töte ich hier jetzt sehr viel. Ich werde fast alle Kills mitnehmen, weil ich halt wirklich nicht weiß, wo genau ich lang muss. Ich will es euch nicht zu leicht machen. Ihr müsst ihn schon suchen. Da müsst ihr erstmal hinkommen. Deine Mutter. Wer von euch? Wer von euch ist deine Mutter? Es kann doch nicht sein, dass ich hier ein Ding hinmache und dann kommt instant deine Mutter rein. Ah, Kalamit, hau ab. Deine Mutter jagt dich, als wärst du das One Piece. Finde ich auch gut. Versteck mich jetzt hier vor deine Mutter. Nee! Geh weg! Nein! Ach komm, ey! Hau mit deinem. Och nee! Instant! Der wahre Zauberer, ja, Merlin, 100 Pro! Zaubert sich hier einen ab, ey! Muss ich erstmal wieder dahin kommen. Ja, wobei ich kann. Ich kann es so machen. Also heute ist echt. Heute seid ihr am Start, Leute, ey. Aber auch instant, ne? Deine Mutter, ey. Wenn ich dich erwisch, wenn ich deine Mutter erwisch. Ah, super. Ich versuche jetzt durchzurennen. Mal gucken, ob ich den Weg schnell genug finde. Dass ich dorthin komme. Da hinten ist die Brücke. Die sehe ich schon mal. Ja, sorry. Beschwer dich nicht bei mir. Das war deine Mutter.
Hier gewittert's. Aber wie war denn das hier jetzt noch? Ich glaube, ich muss da hoch. Kann ich hier einfach durch, Jungs? Da hinten rein. Danke. Dann rechts rum, ja, okay, perfekt. Habe ich den Finger benutzt? Ja, oder? Den habe ich schon benutzt. Das hier. Das hier ist Astorias jetzt. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's heftig. Artorias. Ja. Zu früh, echt? Fuck off, Alter. Holy shit. Wie soll ich? Okay, wow. Ich weiß, warum ich den gehavelt habe. Bisschen Mainstream die Meinung. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, warum ich den gehavelt habe. Das Schöne ist, wie schnell und zügig diese Aufzüge laufen hier in dem DLC. Die sind richtig gut. Das sind richtig gute Aufzüge. Also Schaden macht die Keule ja. Jetzt muss ich nur noch lernen, wann ich sie einsetzen darf. Okay, und wann ich trinken darf. Und wann der Kollege mich gar nichts tun lässt. Ey, Alter. Alter. Alter, was ist das denn jetzt? Ich check's nicht. Ey, ich habe auch keine Ahnung, wann ich drücken muss, ne? Und ich werde trotzdem getroffen.
teilweise. Ja, hör halt auf, Mann. Ich brauch doch auch 100 Jahre, um mit meinem Schwert zuzustechen. Ich meine, ich habe genug Stärke, die Keule einhändig zu nehmen, ne? Ich kann es mit einem Schild probieren. Ich würde ihn eigentlich schon gerne ohne Havels Rüstung killen. Parieren geht in Dark Souls 1 voll klar. Ich find's schade, dass es nicht mehr Bosse gibt, die man parieren kann. Das habe ich ziemlich schnell rausgehabt. Aber das ist auch eine Sache, die, ja, das funktioniert bei mir. Irgendwie. Ey, das ist so mies. Alter, und er dreht in der Luft um. Oh, die Nummer muss ich aufhalten. Scheiße. Ah, die kann man, da kann man ihn raus, da kann man ihn rausstaggern. In die Richtung darf ich ihn nicht ausweichen, okay. Ich hab gar nicht, ich hab die Bosse immer, ich wusste gar nicht, dass man den ja parieren kann. Ich hab das dann einfach probiert und ich bin erst ewig normal reingelaufen und hab's nicht hingekriegt. Und ich glaube, der erste oder zweite Versuch mit Parieren war es dann schon. Also das war wirklich... Gewinn zu parieren ist eine super Sache. Ich habe den Aufzug nicht hochgeschickt, ne? Hey, ein Baumfreund. Ne, Aufzug hochschicken. Ah, insgesamt finde ich, die Bossruns hätten teilweise echt ein bisschen kürzer sein können. Auch hier gerade so. Das, ja. Müsste jetzt nicht sein. Da passiert ja eh nichts. Ich will mein Loot. Oh, kein Treffer? Schade.
Nee, ach Mist. Bin ich zu spät dran. Shit. Nachkommen. Kacke. 20 FPS auf der 360. Echt? Four Kings ist auch übel, ja. Aber es geht. Ich habe ein Weilchen gebraucht, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Wenn man weiß, wo man runterspringen muss, dann finde ich das eigentlich echt in Ordnung. Also die Hälfte war schon down, es geht schon. Ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren. Was nach bald 9 Stunden natürlich auch nicht das Einfachste ist. Und das schreibt Merlin wieder. Merlin, du bist doch deine Mutter. Kannst mir doch nicht erzählen, ey. Jetzt wo er nicht mehr invaden kann, schreibt er. Er ist rausgestunt, nice. Ach, fuck. DS2 toppt alles. Kannst gerne auf Steam nachschauen. Okay, alles easy. Wäre schon witzig, ja. Im dritten DLC, es ist... Oh Mann, ey, ich bin echt auch gespannt. Hört ihr das dann aber durch? Samstag oft, ja, immer mindestens 8 Stunden am Samstag, Paul. Und willkommen zurück aus dem Lurk. Auch noch ein paar Steam-Freunde. Was? Ah, ärgerlich. 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 Thank you.
Ärgerlich. Ärgerlich. Saftsack. Nein! Oh. Zu früh gesoffen. Ich habe nicht geguckt, was er macht. Und habe auf Trinken gedrückt, weil er nach hinten gegangen ist. Und in dem Moment schießt er los. Sollen wir kurz haveln? Dann ist er gleich weg. So die Notlösung. Man kann sogar Manus haveln. Man kann jeden Boss in Dark Souls haveln. Das ist so krass. Also beziehungsweise, was heißt jeden? Bei Izalith würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber so ziemlich viele. Wenn einem das Spiel die Option gibt, ja. Gehört's zum Spiel, ne? Es ist... Aber Summons, die sind ehrenlos. Gäbe es hier eine? Ja, bestimmt. Ärgerlich, das dauert ein bisschen lang. Ah, dass er da zweimal drauf springt, ist auch doof. Ja, der weiß halt auch, ne? Weiß halt genauso Bescheid. Die KI an der Stelle. Ah, zweimal. Das ist sehr ärgerlich, dass da zweimal der Sprung kommen kann. Ja, der Suff war unnötig. Nee, keine Ausdauer mehr. Okay, es hat funktioniert. Mist, falsche Richtung. Kacke. Lucky. Nee, ich hab schon wieder... Oh, ich krieg ein bisschen mehr Leben. Okay, ich hab ein bisschen mehr Leben jetzt. Nachdem ich dreimal, viermal gesoffen hab. Ich finde es schön, dass sein nach vorne rushen. Ah, fuck, jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Dass das nicht so laggy und buggy ist wie das von Ornstein. Ah, Mist. Kommen die da zweimal. Oh, jetzt wird's eng. Scheiße. Oh. Ah, da habe ich mit einem anderen Schlag gerechnet und dann macht er den nach vorne. Eieieiei. Bei dem Heldenbeast mache ich eine Aufnahme. Finde ich auch gut. Ah, das war richtig knapp, ey. DLC hart bleiben. Ja, also ich fand, bei Elden Ring war alles in Ordnung. Den Wassergeflügeltanz, den habe ich natürlich ein bisschen... Ja, da habe ich Glück gehabt.
Aber ich fand auch, sie war in Ordnung. Ich meine, ich habe es ja zu, ich sag mal, 60% geschafft, dem Wasserflügeltanz auszuweichen. Hätte nicht mehr viel gefehlt. Irgendwann hätte ich es gekonnt, aber Marlene war gnädig. Ey, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man hier ein bisschen damit... Ah, damit, er macht es zweimal und dreimal und nochmal und nochmal. Das ist natürlich mies, dass das Schwert mir so hinterherzieht an der Stelle. Nice. Yes. Geht doch. Mann. Schön. Ohne Havel hier mal durchgekommen. Danke, Leute. Nice. Das war mir die ganze Zeit auch immer noch so irgendwie so ein Dorn im Auge. Was war jetzt hier nochmal? Da ist Leuchtfeuer. Ah, super. Hier ist ein PvP-Gebiet. Artorias Rüstung kaufen. Wo kann ich das machen? Ach so, hier hinter dem Nebel, jetzt hat. Hier sind auch Grabesfürst-Dieners. Ah, weil ich den Eid für das Grabesfürsten hab, ne? Violetter Feiglingskristall. Duellruine. Podium. In der Nähe vom Feuerbandschrein. Torias Rüstung. Ja, mach ich mal. Ich will wissen. Musst mir sagen, wo ich hin muss. Ich hole sie mir. Meine Rüstung ist eh kaputt. Ich brauche eine neue, also. Klar, könnte ich sie reparieren. Ein Typ unter der Brücke. Unter der Brücke. Der Uchigatana-Händler? Nee. Unter welcher Brücke? Treppe hoch. Hast du den jetzt schon gesehen? Da hinten der? LOL. Den habe ich ja noch gar nie bemerkt. The fuck? Aber da sterbe ich doch. Ah ne, ich kann Heimkehrknochen.
Ich muss ja dafür, muss ich ja irgendwie, ich glaube, man muss hier droppen, oder? Kann das sein? Den habe ich ja noch nie gesehen. Hi, Shemai, and good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Bodenlose Kiste, Generalschlüssel, Kristallgroßschwert. Nice, 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 nice. Golemhelm, Smaugshelm. Ach, witzig. 20.000 pro Stück. Aber kaufen wir alles. Gehen wir mal als Artorias durch. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Dann muss ich mal noch ein bisschen jetzt. Ja, ich komme gleich wieder zu dir. Komm gleich wieder zu dir. Ich muss nur kurz. Mich ein bisschen vollpumpen. Ist ganz schön teuer bei dir. Handeln können wir ja nicht, ne? Lässt du mit dir handeln? Nee? Wendelin, keine Ahnung, was ich dort bekomme. Basto, hau rein. Schluck! Inflation hat schon Dark Souls erreicht. 60.000 brauche ich. Ein Gegenstand, 4 sind's. Okay, haben wir fast. Ich hätte einfach vorher nicht die Ding von Artorias ausgeben sollen. Nice. Die Seelen, die ich bei Artorias bekommen habe. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. And we'll make another fine trade, of course. Bin mal gespannt, wie es vom Gewicht her passt. So wie der sich bewegt hat, dürfte die Rüstung ja nicht zu schwer sein, eigentlich. Die ist aber. Nee, das sind die falschen Beine im Moment. Wiegt die Hand eigentlich was? 0,5 tatsächlich. Ja, die Keule wird halt richtig schwer sein, ne? Es wird. Es ist. Leider kann ich so nicht. Nice. Geil. Ah, das ist natürlich richtig cool, ne? Ja. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich Bock auf so ein Cosplay, ey. Jetzt habe ich Bock, mich mal so anzuziehen und durch die Gegend zu laufen. Holy shit. Ornstein-Armor, ja. Die ist natürlich auch cool. Aber das ist schon auch nice. Gibt die eigentlich. Gibt. Rüstung in Dark Souls 1 gibt keine zusätzlichen Effekte, ne? Hoppala. Nee. Sieht einfach cool aus. Ich habe aber schon Havels Ring drin. Ja, hiermit habe ich halt auch. Ja, leider können wir nicht alles davon anbehalten. Die Waden unten. Ja, die sind, glaube ich, da geht's. Das, ich glaube, da geht's darum, dass er vermodert ist, oder? Dass es schon angefressen ist, so ein bisschen so leichenmäßig. Aber so ist doch auch cool. Immer noch zu schwer, viel zu schwer.
Ja, es ist ich weiß nicht, ich glaube, das ist echt eher so skinmäßig. Da ist die Rüstung quasi, ist schon durchgefressen und darunter sieht man quasi den Rest seiner Beine so ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt. Die ist ja angefressen da unten. Kommen wir da irgendwie näher ran? Es sieht ja angefressen aus, hätte ich jetzt gesagt. Also so ein bisschen kaputt, einfach ätzend, so angeätzt, genau. Als wäre da Säure draufgelaufen. Lorumbiert. Dieses Wort habe ich noch nie gehört. Was bedeutet es? Exakt, also. Oh, ich hätte ja schon Lust, aber ich hab leider, es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Jetzt erstmal kurz, kann ich Ausrüstung reparieren und bitte den Blitzspeer mal reparieren, danke. Ach so, korrumpiert, okay. Ja, ich werde noch ein bisschen drauf skillen. Es sind ja nicht mehr viele Bosse. Aber wir machen auf jeden Fall mal YouTube. Wie immer. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und mich hier beobachtet habt beim Dark Souls 2 spielen. Und wie ich Artorias ohne Havels Rüstung gekillt habe, das finde ich richtig gut. Ich bin gespannt, ob es bei Manus auch klappt. In der nächsten Folge schaffen wir es bestimmt zu Manus. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Folgen kommen wir wahrscheinlich auch zum Ende vom Spiel und dann habe ich alle. Oh! Kalamit wird noch ein Problem. Glaube ich. Ich glaube, Kalamit wird noch ein bisschen. Ha, da könnte ich noch mal ein bisschen. Schauen wir mal. Mir schwant Böses. Aber hey, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.